Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2021 hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir wollen uns heute mal darum kümmern, dass wir, naja, so das nächste Fahrzeug reparieren. Ich möchte nicht das Kampagnenfahrzeug machen, aber hier ist ein sehr schöner, umfangreicher Auftrag mit vier Dingen, die man machen muss. Das ist gut, den nehme ich an. Da kriegen wir bestimmt gut Geld. Und wenn wir dann nämlich irgendwie so 3.000, 4.000 über den 10.000 sind, können wir nämlich die Erweiterung kaufen. Ich denke, dann lohnt sich das oder dann kann man das mal machen. So, ich habe übrigens den Codec umgestellt beim Aufnehmen auf die Grafikkarte. Also da vielleicht eventuell mal drauf achten. Vielleicht sieht das nicht mehr ganz so toll aus oder sowas. Aber die CPU ist halt entlastet. Eigentlich geschrieben wurde, dass die CPU ziemlich belastet wird bei dem Spiel und deswegen habe ich die Last der Aufnahme von der CPU weggenommen. So, das zur kurzen Erklärung. Also, wenn jetzt das Bild extrem ruckelt bei euch oder sowas, dann mal kurz drunter schreiben. Also, ich werde jetzt natürlich dieses Video am Ende nochmal gucken. Ich weiß aber nicht, ob ich dann den Auftrag nochmal rückgängig machen kann. Eigentlich hätte ich ein kleines Probevideo machen können. Naja, gut, egal. Also aber oben in der Aufnahme, also in der Kontrolle sieht das mal ganz gut aus. Gut, also hier sehen wir doch schon einige Teile, die ganz schön schrottig aussehen, wenn man einfach nur mal in den Motor reinguckt. Was haben wir denn überhaupt hier vom Modell? Was soll das darstellen? Warte, wir gucken mal. Oh, könnte alles Mögliche sein. So, also ich sag mal so, ja, könnte alles Mögliche sein. Gut, dann gucken wir mal rein. Was beschreibt uns dann der Kunde? Teil nicht gefunden, Teil nicht gefunden. Motor läuft unruhig, Teil nicht gefunden. Wechselöl und Ölfilter aus. Okay, Probleme bei den Bremsen, Teil nicht gefunden. Getriebe, Teil nicht gefunden. Alles klar. So, dann hätte ich jetzt doch vielleicht erstmal auf die Karte fahren sollen. Mal gucken, kann ich das? Kann ich zur Teststrecke mit dem Ding? Motor springt nicht an. Alles klar. Also, das Auto ist soweit schrottig, dass ich damit nicht auf die Teststrecke kann. Müssen wir später dahin. Gut, dann gehen wir mal so. Dann nehmen wir mal Diagnosewerkzeuge, Kompressionsprüfung. Da muss der Motor ja nicht viel anspringen. Da muss er ja einfach nur durchlaufen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn der Anlasser nicht funktioniert, ob dann diese Tests gehen. So. Jetzt sehe ich aber hier schon wieder links nicht die Liste der Teile, die durchläuft, was getestet wurde. Ist das irgendein Anzeigeding? Irgendwas? Bäh? Warte, wir gucken jetzt hier nochmal. Oh, vielleicht habe ich es einfach noch nicht gesehen. So, jetzt gucken wir mal oben links. Sieht man keine Teile durchlaufen? Ne, beim Elektroauto, da haben wir noch die Teile durchlaufen sehen. Hier oder beim anderen Auto. Und hier sehen wir es wieder nicht. Oh, Zündspule, Einzelfunken, zwei Stück, mindestens kaputt. Alles klar. Von vier Zylindern ist das schon jede Menge. So, Multimeter haben wir. Ne, Multimeter haben wir noch nicht. Upsala. Multimeter nehmen wir auch. Wir hätten hier eben das ODB. Wieso ist denn, wird denn das jetzt wieder nicht angezeigt? Verdammt, das fand ich so cool, wo das angezeigt wurde. Aber wir haben jetzt in-game weniger Frames, sehe ich. Und die Grafikkarte ist sehr, sehr, sehr belastet. Höre ich. Alles klar. Okay. So, da haben wir eine Drosselklappe. Ja, das sehen wir schon. Die ist hier oben ziemlich rostig. So, was haben wir noch? Wir haben noch, wir können noch mal, ja, wir können mal die Reifen prüfen. Einfach die 8DP nehmen wir auch noch schnell mit. XP. Nur so fürchterlich, ne? Bei anderen Spielen, da verbringe ich dann oder vermuschel ich dann immer EP und HP. Ist auch immer ganz fürchterlich. So, der Kraftstofffilter sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Aber das wird uns jetzt sicherlich das Ding hier sagen. Dass der Kraftstofffilter Schrott ist. Klingt wirklich wie will und kann ich, ne? So. Okay, also wir haben auf jeden Fall hier erstmal einen Kraftstofffilter, den können wir ausbauen. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Drosselklappe, die können wir ausbauen. Na dann, ach Gottchen, ist doch festgerostet, das Ding. Dann Schräubchen, dann sehen wir, dass hier hinten dieses ABS, diesmal nicht das Steuergerät, sondern, der Druckverteiler. Ich weiß gar nicht, wie das heißt da hinten. Hydraulik? Irgendwas? Keine Ahnung. Also der jedenfalls den Bremsdruck regelt, quasi. Auch angerostet. Auch schon. Richtig, wie heißt das Teil hier? Hä? Hey, habe ich irgendeine Anzeige ausgestellt? Irgendeine Taste gedrückt, die ich hätte nicht drücken sollen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, gut. Das hätten wir schon mal hier. Der Ölfilter, gut, den tauschen wir eh aus. So, hier sieht auch noch ein Teil irgendwie ein bisschen angerostet aus. Das geht alles noch.
Gut, gucken wir mal, ob wir überhaupt... Warte mal, wir müssen mal einmal ganz kurz raus hier aus dem Kahn. Dann müssen wir da mal hin. Kraftstofffilter mal gefunden. Das andere Teil haben wir noch nicht gefunden. Probleme beim Anlasser. Vielleicht müssen wir den Anlasser mal prüfen. Obwohl, der ging eigentlich, ne? Drosselklappe, Zündspule, Zündspule haben wir gefunden. Ölwechsel, okay. Hydroaggregat, so heißt das Ding. Wieso wird denn das jetzt wieder nicht angezeigt, verdammte Axt? Und merkwürdig. Sehr, sehr merzgewürzig. Na gut. Ich werde mal ganz kurz was machen. Ich werde mal in die Einstellung gehen. Und werde mal die Grafikqualität, Schattendistanz, werde ich mal ein bisschen runternehmen. Das interessiert mich nicht so. Texturen, okay. Kantenauflösung, okay. Vegetationsdetails muss auch nicht so hoch sein. Gut, das sehen wir jetzt eh nicht hier, aber... ja. Sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. So, speichern. So, vielleicht kriegen wir ein paar Frames dadurch. Ich dachte, ich kann auch die Frames loggen irgendwo. Also ich müsste jetzt ja irgendwo... weil jetzt habe ich nämlich über 60 Frames hier. So, sieht deutlich flüssiger aus, glaube ich. Schattendetails sind immer so eine Sache. Also Schatten berechnen, da haben sich... das mögen. Das ist immer sehr, sehr, sehr lastig. So, dann gehen wir mal ganz kurz in den Inspektionsmodus. Dann halten wir da mal drauf. Dann sehen wir schon mal unsere paar roten Teile da. Genau, wie komme ich an die Zündspulen eigentlich ran? Muss ich auch nochmal gucken. Oh ja, ein Teil nach dem nächsten hier. Oh, da war einiges dabei. So einen Kühler können wir nicht angucken. Den Behälter können wir angucken. Der sieht gut aus. Der sieht auch gut aus. Kann man den Deckel eigentlich auch nehmen? Den Deckel kann ich nicht prüfen. Hier kann man mal den Deckel prüfen. Ah, ihr könntet natürlich... Ach nee, wieso? Die Relais haben wir mitgeprüft mit dem Dings, ne? Ah, eine andere Taste erwischt. Ah, die Maustasten, die gehen so leicht. Maus ist neu. Tippe ich da öfter mal drauf. Oder wenn ich dann einfach den Finger ablege und sage so, ach nein, der kann ja jetzt schlafen, den Finger, den brauche ich gerade nicht. Zack, Maustaste gerückt. Naja. So, Luftbilderkasten, wie sieht der aus? Oh, der hat wieder vier Spangen. Gut aus erstmal. Also es muss irgendeine Einstellgeschichte sein, warum man jetzt die Dinger nicht sieht. Ob das hängt das mit dem Auto zusammen, welches Auto man hat? Keine Ahnung. So, mal gucken, ob wir da die Achse kriegen. Ja, die kriegen wir auch von hier vorne. Ist jetzt nicht so spannend, ich weiß, aber wir brauchen die IP. Wir wollen ja ganz schnell weiterkommen hier im Level. Und wenn dieses Auto bietet ja nun einige Aufträge. Und wie gesagt, da können wir dann gut und gerne mal vielleicht das nächste Level erreichen. Wir sind Level 10. Habe ich eigentlich Level 10 schon geklickt? Glaube ja, ne? Haben wir schon gemacht am Schluss noch, in der letzten Folge. So, gucken wir da nochmal drauf, was so der Auspuff sagt. Gut. Gut. Okay, dann haben wir erstmal sozusagen im Groben und Ganzen alles angeguckt, was es so gibt hier. Gummimuffen, die kann ich ja nur über den Dings überprüfen. Alles klar. So, dann gehen wir in den Zerlegemodus wieder und dann sehen wir, komme ich da einfach so ran oder muss ich da was abbauen für? Da muss ich was abbauen für. Okay, Einspritzanlage raus. Das raus. Das Teil raus. So, da hinten, da leuchtet auch was rostig durch, aber das ist der. Okay. Der Anlasser sieht gut aus. Der kann es nicht sein, was beim Anlassen stört. Na gut, dann müssen wir nochmal gucken dann nachher. So, dann fahren wir mal hoch die Hütte. Und dann werden wir schön die Bombe dahin verfrachten. Zack. So. Einmal wird das Öl ablassen. Blub, 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 blub. Sehr gut, da läuft's. Da nieder. So, wo ist der Ölfilter jetzt? Ach, der war hinten dran, ne? Das ist auch so eine fiese Sache. Das war, also Ölfilter abschrauben beim, was war das damals? T4, glaube ich, 2,4 Liter Dieselmotor. Das war so richtig ekelhaft, weil die Ölwanne ging so schräg nach hinten zu, wegen Kühlfläche. Und der Ölfilter war oben drüber und da hast du solche Fächer, also solche eine Kühlrippen halt quasi in der Ölwanne drin gehabt. Und jedes Mal, wenn du diesen scheiß Ölfilter da oben abgeschraubt hast, ist der Öl in die Dings da reingelaufen. Und das ist natürlich doof, wenn dann da Öl drin liegt, weil beim Fahren verteilt sich das Öl dann irgendwo. Achso, das haben wir ja schon mal gemacht. Und dann steht der Kunde dann bei sich zu Hause auf dem Hof und sieht mal Ölflecken unter seinem Auto. Was natürlich, ja, nicht schön ist. Einkaufen, danke. Und deswegen kriegt man dann Anruf und sowas. Hier ist was rostig da. Bremssattel ist nicht so schön. Ja, mit Bremsen hat er ja auch Probleme. So, dann wollen wir wieder anbauen. Und zwar den Ölfilter erstmal.
So, sehr gut. Alles klar. Dann gucken wir nochmal, welche Teile haben wir jetzt hier. So. Unruhig, das haben wir. Drosselklappe, die drei Teile haben wir. Hier guck mal, der Keilriemen, der ist irgendwie nicht so schön. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo der ist. Und beim Bremsproblem müssen wir nochmal unten an der Bremse gucken. So, dann müssen wir mal gucken, welcher Keilriemen ist es denn? Der hier ist es. Na, guck mal. Kann ich das hier abschrauben? So, mal Abschraubmodus gehen. Nee, kann ich hier nicht abschrauben, muss ich erst runterlassen, die Hütte. Na gut, dann, falsche Seite. So, down, down, down. Kommen Sie herunter, liebes Auto. So, und schon schnauft auch die Grafikkarte nicht mehr ganz so. Schnauft noch, aber ist nicht mehr ganz so schlimm. So, gut. Dann haben wir den Keilriemen abgenommen. Sehr gut. Dann, was machen wir dann? Den brauchen wir dann kaufen. Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Inventar und jetzt, den müssen wir kaufen. Den haben wir schon. Den. Drosselklappe, Kraftstofffilter, Hydrogerät. Einzelfunken habe ich schon zwei mit reingenommen. Kraftstofffilter brauche ich auch ein. So. Dann rein ins Tablet. Einkaufsliste öffnen. Keilriemen. Den. Kaufen. Einkaufsliste. Zündspule. Gibt's hier nicht. Einkaufsliste. Drosselklappe. Die gibt's hier. Kaufen. Einkaufsliste. Hydroaggregat. Gibt's hier nicht. Gibt's hier nicht? Das ist ein Ding. Kraftstofffilter. Den gibt's hier. So. Dann bitte auch einmal zu Electronics. Hydroaggregat. Und Zündspule. Einzelfunken. Drosselklappe habe ich da gekauft. Gut. Dann wieder anbauen. Da haben wir einen neuen Riemen. Ich muss meine Einkaufsliste leeren. Banner wieder dran. So, dann haben wir das erstmal schon mal gelöst. Dann können wir den hier wieder anbauen. Ah, schön mit neuen Schrauben. Dann haben wir ein neues Hydrogerät. Gar nicht mehr so billig. Dann haben wir ein Steuergerät. Schrauben geht schon wirklich deutlich schneller, ne? Merkt man wirklich. So, dann haben wir neue Zündfunken. So. Das Teil können wir wieder einbauen. Dann haben wir hier irgendwo versteckt gehabt den... Ah, da ist er. Kraftstofffilter. Auch neu. So. Meine Damen, meine Herren, wir haben jetzt doch schon einiges geschafft. Jetzt müsste theoretisch die Testfahrt gehen, um rauszukriegen, was an den Bremsen kaputt ist. Komm, wir machen eine Testfahrt. So. Nee, nicht anrufen. Karte. Teststrecke. Ah, Öl muss ich auffüllen. Sonst haben wir ein Problem. Rainieren, das wäre ja fatal. Wenn du keinen Ölmotor hast, ne, dann macht er nicht lange. Das haben wir übrigens mal getestet, zur Zeit meiner Ausbildung. Haben wir mal einen Motor ohne Öl und ohne Kühlflüssigkeit auf dem Teststand gehabt und haben den einfach mal laufen lassen, bis er kaputt geht. War so ein uralter Motor von irgendeinem Skoda, war das, glaube ich. Damals so ein 1,2 Liter Vierzylinder oder so. Gab's sowas? Oh ja. Wäre so ein ganz kleiner Motor halt. Und der Meister wollte halt eben das mal so dann zeigen vor der ganzen Klasse da halt, ne, und dann. Also von den ganzen Leuten, das war im überbetrieblichen Bereich. Und dann haben die da halt eben mal Motor so geschrottet. Und dann haben wir natürlich alle, hat jeder damit gerechnet, dass es mit einem großen Knall zu Ende geht. Aber nee. Nee. Ganz jämmerlich einfach nicht mehr weitergedreht. Ganz jämmerlich verreckt. So. Teststrecke. Da wollen wir hin. Mit dem Auto, das geht, fahren. So, da kriegen wir nämlich raus, was die Bremse hat. Ah ja, der ist natürlich aber auch. Auf den Knick kommt er nicht, ne? Bom, 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 bom. So.
Teile getestet. Ich wollte gucken, ob ich EP damit sammle. Mir noch nicht aufgefallen. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wie viel ich vorher hatte. So, wir haben rausgefunden, Bremsscheibe, die Kupplungsscheibe ist auch hin. Ausrückgelager ist auch hin. Bremsscheiben inbelüftet, Bremssattel und noch ein Bremsbelag. Alles klar. Schließen. So, gab das nur EP? Hm. 120 sieht mehr aus als vorher. Ich glaube, ich hatte 499 vorher, aber ich bin mir nicht sicher. 98. So, aber... Wieso sagt er denn Kupplungsscheibe? Wo kommt das denn her? Ah, es gibt Probleme mit dem Getriebe. Da kommt das her. So, oder die Triebe ausbauen, da haben wir ja mal ein bisschen was zu tun. So, gut. Okay, dann müssen wir die Vorderachse erstmal auseinanderwürgen hier. Ja, müssen wir nämlich die Dings rausnehmen, die Gelenkwelle hier. So, aber das können wir auch noch hier rausnehmen, weil die Teile sehen auch nicht so gut aus. So, dann gucken wir jetzt mal. Da haben wir der großen Schraube daran und zack ist die Gelenkwelle raus. So, jetzt müssen wir es von der anderen Seite auch machen. Was ist denn für ein Getriebegestänge hier dran? Muss dazu so aussehen? Das sieht ja aus. So, hier sieht die Bremsscheibe auf jeden Fall noch gut aus in der Bremssattel. So. Wir gehen gleich mal in den Inspektionsmodus, um zu gucken, wo uns denn hinten rote Teile anzeigt in den Rädern. Und dann brauchen wir jetzt hier den in der Mitte. Da ist raus. Das Teil wegnehmen. Und dann haben wir das Getriebe hier einzeln. Halt, ein bisschen Anlasser noch ausschrauben. So, haben wir. Das Ding noch bolzen da unten. Hoppala. Noch ein, zack, da ist das Getriebe raus. Ausrückelager. Platte. Die Schwungscheibe sieht auch scheiße aus. So, die Schwungscheibe sieht auch scheiße. Upsala. So, gut. Dann haben wir das. Heißt, wir brauchen. Kupplungsteile brauchen wir. Eine Kupplungsscheibe brauchen wir. Eine Schwungrad brauchen wir. Die Druckplatte oder der Ausrückerschrott? Hm, weiß ich nicht. Welches Teil war ein Schrott? Kupplungsscheibe, Ausrückerlager war Schrott. Okay. Das Ausrückgelager war noch Schrott. So. Okay, dann können wir nämlich hier wieder zusammenbauen. Ein neues Schwungrad dran. Das ist gar nicht mehr so billig, was wir hier alles an Teile wieder verbauen, aber das Geld kriegen wir ja wieder. So, die war noch gut. Und dann war hier das Ausrückgelager. So. Dann können wir das Getriebe wieder annageln. Sehr hübsch. So, einen Anlasser anbauen wieder. Den Anlasser. Nein. Okay, lassen wir das lieber. So, dann machen wir hier die Lenkwelle wieder rein. Und die natürlich auf der anderen Seite auch wieder rein. Und dann kaufen wir noch ein paar Bremsteile, würde ich sagen. So, gehen wir mal ins Inventar. So, wir haben... Das müssen wir einmal kaufen. Das müssen wir einmal kaufen. Das müssen wir einmal kaufen. Das waren aber vier Teile der Bremse. Das heißt, das muss auch irgendwas hinten sein. So, hier brauchen wir auf jeden Fall... Hm? Achso, kaufen müssen wir es natürlich auch. Kaufen das muss natürlich auch. Also, eine innenbelüftete. Kaufen. Belege. Kaufen. Ein Sattel. Die Einkaufsliste gar nicht gebraucht. Na egal. So, einmal Belege hier dran. Einmal das hier dran. So, und dann kommt das Rad hier wieder dran. Ist die Frage, ob ich jetzt den richtigen Sattel auf der richtigen Stelle gebaut habe. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, den Sattel hätte ich da auf der anderen Seite anbringen müssen. Naja, mal gucken. Wir gucken mal, was da sagt, ob der repariert ist oder nicht. Hier die innenbelüftete Scheibe neu. Belege da dran.
Jetzt kommt nämlich hier nämlich der Sattel, der eigentlich auf der anderen Seite war, dran. Da weiß ich nicht, ob er das gut heißt. Ja. Gut, geht aber. Gut, ihr guckt wahrscheinlich bloß nach, ob die Parts die nötigen Prozente haben. So, und jetzt muss hinten noch irgendwo eine Bremsscheibe sein, die nicht so schön aussieht. Hier geht's eigentlich. Ah, die geht nicht mehr. Achso, müssen wir abbauen. Bauen wir noch eine Bremsscheibe gleich. Die wir hier wieder dran bauen. Und dann haben wir den Auftrag auch durch für heute. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Passt auch wieder gut von der Arbeitszeit her. So. Dann haben wir nämlich Feierabend heute. Ihr seid dann auch entlassen. Könnt wieder ganz gut groß euren anderen Tätigkeiten nachgehen. Blödsinn erzählt er. Naja, egal. So. Gut. Dann, ich habe gar nicht geguckt, ob ich hier noch Öl eingelassen habe, ne? Einfach mit ein paar Lucy fahren, nicht hält. Dann gucken wir nochmal nach dem Ölmesser. Das sieht aber auch hier bellblechmäßig aus, ne? So. Wo ist denn der Ölmessstab? Den will ich nochmal rausziehen. Wir mal gucken, wie viel Öl ich jetzt wirklich drin habe. Ah ja, das ist doch zauberhaft. Zauberhaft ist das. So, dann hier. Klappe zu, Affe tot. Dann haben wir... Na komm, jetzt machen wir noch, gehen wir mal in den Fotomodus hier, machen wir noch ein schönes Foto von dieser Rache hier. Oh, passt schon. Zack, noch ein Bild von unserem Werk und dann würde ich sagen, nee, ich wollte den Fahrzeuginfo haben, den Auftrag beenden. Irgendwo wurde mir geschrieben, dass ich eine Bremsscheibe vergessen hätte oder sowas, das weiß ich jetzt noch nicht. Ob das in einem späteren Video noch erledigt wurde oder nicht, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, was da richtig ist. So, dann möchte ich jetzt gerne die Teile verkaufen hier. Jo, zack, alle weg. Gibt auch noch mal ein bisschen Geld. Und dann muss ich meine Einkaufsliste, möchte ich ganz gerne mal angucken und dann möchte ich gerne leeren. So. Sehr gut, dann sind wir nämlich durch für heute. Ich mache jetzt Feierabend, ihr könnt jetzt Feierabend machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.